Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute 2 Minute Tuesday und heute sind Supplements angesagt. Heute geht es um die, meiner Meinung nach, Top Supplements, um Muskeln aufzubauen. Unter aufzubauen verstehe ich Muskel wirklich aufbauen, aber auch Regeneration. Und ich hätte gesagt, wir starten gleich mal mit dem ersten Supplement. Die Nummer 1, Kreatin. Kreatin ist mit Abstand das meist untersuchteste Supplement und man kann wirklich wissenschaftlich belegen, es steigert den Muskelaufbau, sowohl auch die Maximalkraft als auch die kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Konzentrationsschwächen habt, hilft das ebenfalls. Und dieses Kreatin ist sehr, sehr wichtig für das ATP, das heißt für die Muskelkontraktion, die Energie, die der Körper braucht, um den Muskel zu kontrahieren, das heißt anzuspannen und auch zu entspannen. So, wenn der Körper nun von dem mehr zur Verfügung hat, könnt ihr mehr und intensivere Workouts machen, ihr könnt mehr Wiederholungen machen, weil es ganz einfach die Muskelmüdung herauszögert. Das zweitbeste Supplement meiner Meinung nach ist L-Citrullin-Malat. L-Citrullin ist eine Aminosäure. Diese hilft bei der Durchblutung des Körpers, das heißt, die Muskeln werden besser durchblutet. Euer Muskel braucht Nährstoffe und Sauerstoff, damit er Leistung bringen kann. Und L-Citrullin-Malat bringt durch die verbesserte Durchblutung schneller eure Sachen in den Muskel. Das heißt, es können aber auch die ganzen Ablagerungen, die durch den Stoffwechsel entstehen, schneller abtransportiert werden. Das heißt, ihr regeneriert schneller, könnt im Endeffekt dadurch auch mehr trainieren. Und das in Kombination mit Kreatin ist halt so und so der richtige Burner. Als nächstes haben wir Vitamin D. Jeder kennt das ziemlich sicher. Du bist die ganze Zeit müde und schlaf und hast keine Energie. Dann wirst du wahrscheinlich einen Mangel an Vitamin D haben. Oder du fühlst dich oft niedergeschlagen und bist leicht depressiv. Dann kann das ebenfalls an Vitamin D liegen, denn Vitamin D kann eure wirklich Stimmungen arg beeinflussen. Und es ist für den Aufbau gesunder Knochen wichtig. Und daher, wir wollen uns gut fühlen, wir wollen gut ins Training gehen, mit viel Energie und deswegen Vitamin D. Das nächste ist nicht nur für den Muskel und für die Nerven gut, sondern auch für den Schlaf, für die Regeneration, Leute. Magnesium. Magnesium ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig, weil es hilft nicht nur Herz, Muskel und Nerven und hilft, das ist der Hauptgrund, warum ich es nehme, ist, damit ich keine Krämpfe bekomme. Es wird, glaube ich, ungefähr empfohlen 400 Milligramm pro Tag, aber ich kann euch eins sagen, Leute, wenn ihr wirklich trainiert, ist das zu wenig. Ich zum Beispiel, ihr müsst es auch selber ein bisschen mit der Dosis spielen, ich nehme circa 1000 Milligramm am Tag. Das letzte Supplement ist Omega-3. Es hilft jetzt nicht direkt mit dem Muskelaufbau, aber irgendwie auch indirekt, wenn wir gesund sein wollen. Grundsätzlich könnt ihr die Omega-3-Fettsäuren ja über Fisch aufnehmen, aber viele essen nicht Fisch, beziehungsweise sind nicht solche Fischfreunde. Omega-3 hat unmenschlich viele Gesundheitsvorteile. Wenn wir jetzt rein auf Training und Muskelaufbau schauen, für Knochen- und Gelenksgesundheit, das heißt, wenn ihr oft zum Beispiel Gelenkschmerzen, solche Sachen habt, kann gut sein, dass euch Omega-3 da wirklich hilft. Nämlich laut einer Studie tut es nämlich nicht nur Gelenkschmerzen reduzieren, sondern kann auch die Griffkraft erhöhen. Wobei ich mir hier nicht sicher bin, bei dieser Studie, ob das wirklich die Griffkraft erhöht oder ob es einfach nur die Griffkraft erhöht hat, weil die Leute einfach wirklich wieder zugreifen haben können, weil sie einfach keine Gelenkschmerzen mehr gehabt haben. Schreibt in die Kommentare, welche Supplements ihr nutzt und welches Supplement euer Lieblingssupplement ist. Ich muss sagen, meines ist Kreatin und L-Citrullin. Und ich hoffe, euch haben die 2 Minute Juicer gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, beim nächsten Vlog.